Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren kleinen Runde Minecraft. Huch, die Musik ist ein bisschen laut, ne? So. Ja, neues Spiel, neues Glück. Ich sehe hier gerade was. Und da frage ich mich, wäre das vielleicht Jim? Pass mal auf. Ich probiere mal was. So, ich habe jetzt hier den Ender Shader, den Zeus Shader drin. Mal wieder ein bisschen Abwechslung hier rein. Nutzt Baumaterial. Wo haben wir das denn hier? So, gib das mal her. Ich probiere mal ganz kurz was. Ist mir jetzt gerade beim Start der Folge aufgefallen. Und wenn es gut aussehen würde. Oder wäre das too much? Wäre das too much? Weil man kann hier immer noch rein. So, so hoch. Und ich finde das eigentlich nicht so verkehrt. Weil so sieht das so ein bisschen Bums aus und hier sieht das ein bisschen Bowski aus. Oder ist das too much? Sag mal. Ich finde das too much, oder? Ne, pass auf, ist too much. Na, war eine Idee. Ich weiß doch momentan gar nicht wirklich, was ich jetzt hier mache. Ich wollte es auch mal wieder ein bisschen gucken. Was wir machen könnten. Wir könnten an dem Park, an den Seiten, die Wege langsam anfertigen. Das könnten wir natürlich machen. Ich muss sowieso nochmal zum Park, um zu gucken, inwieweit das jetzt hier alles gut geworden ist oder nicht. Aber hier hat uns auch noch was gefehlt, ne? Ich weiß nicht. Ach ja, wir hatten ja ein Pferd, mit dem wir reiten konnten. Da muss man noch so eine kleine improvisierte Pferdekoppel machen. Nur wo packe ich die hin, die Pferdekoppel? Hundi? So, wie war das jetzt nochmal? Fleisch, ne? So, du. Und du. Ihr macht jetzt mal wieder ein bisschen, ne? Knutschi, knutschi. Ja, sehr schön. So, dann kannst du Sitz machen. Du machst auch Sitz. Und, guck mal her. Ich sehe nicht, ob du Sitz machst. Guck mal her. Okay. Du machst definitiv Sitz und du bist hier. So, pass mal auf. Eigentlich trenne ich die Kinder nicht gerne von den Eltern. Ne, dann mache ich das jetzt auch nicht. Hab ich denn die... Ja, natürlich. Sichtfeld. Ah. Oh. Oh. Quake Pro? Aha. So, ich hatte die auf 90, ne? Wenn ich die jetzt hier so mache, fertig, zurück. Ja, sieht schon ein bisschen strange aus, oder? Nee, ich will das nicht. Option. Mach auf 90. So, bin ich gewohnt und Global Mod Options. So, dann schauen wir mal eben. Ob wir jetzt schon, was ich stark bezweifle. Hier wollte ich das doch auch schöner machen, oder? Hallo, hallo. Cool, ich sehe hier einen Scheiß. Ich sehe null. Das gibt's doch nicht. Hä? Okay. Das mit den Shadern sieht hier aber auch schon ein bisschen merkwürdig aus. Weil ich die jetzt halt nicht mehr gewohnt bin. Hier müssen wir auch noch machen. Oh mein Gott. Das ist so stiefmütterlich hier alles. Und wieso sind denn hier Kürbisse? Melonen. Die Melonen sollen hier sein. Da hinten sind Kürbisse. Nie machen die was ich will. Wenn jetzt der Bär kommt. Hallo Bär. Du bist böse, oder? Bist du böse? Ich... Ja, alles gut, Freund. Panda! Ach, ich freue mich schon jetzt. Bald kommt 1.14. Juhu! Hier wollte ich auch noch was machen, ne? Greift ihr mich an? Ihr seid doch lieb, oder? Doch, ihr seid lieb. Ey, komm jetzt nicht von hinten und hau mir einen auf den Kopf, ne? Ein bisschen leiser machen hier, ne? Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Chillt mal hier. Was ist denn los mit euch? So. Dann gehen wir mal hinten in den Park. Einfach nur mal so, um zu gucken.
Lalalala. Oh, das sieht hier schon mal ganz gut ordentlich aus, aber wir müssen hier ein bisschen. Ich finde, hier fehlt noch was. Hier fehlt noch irgendwie was. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, aber irgendwas fehlt hier. Doch, definitiv. So, die Birken. Sehr schön. Ach ja. Ach, guckt euch das an. Schaut euch das an. Alter, wie prächtig, ey. Wie prä. Ich bin hier noch gar nicht fertig. Excusez-moi. So, na, okay. Gut, ich hab's vermisst. Ich hab's echt vermisst. Nicht. So, wir brauchen Vierer, ne? Haben wir so ausgemacht. So, du gehst noch. Vierer, 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 Vierer. Vierer, Vier, Vier. Ansonsten sind jetzt alle gemacht. Hier fehlt. Okay, hier wollten wir nichts hinmachen. Vierer, Vierer, Vier. Hier fehlt noch. Habe ich den Setzlinge bei? Ich habe das Ding gar nicht bei. Und da hinten fehlt auch. Alter. Hier fehlt hier noch voll viel. Ist ja voll low, ey. Wie doof. Ansonsten ist hier echt alles gemacht, ne? Hier ist echt alles gemacht, liebe Leute. Und hier müssen wir gucken, weil das hier so mega abgeschnitten ist. Machen wir hier drumherum einen Weg. Ach, guck mal hier, wie ich vorgesorgt habe. Hier, ich muss mir überlegen, ne? Also, ne, ich fange noch nicht an. Ich will das natürlich richtig machen und schön machen vor allen Dingen. Boah, ich habe echt momentan gar keine Ahnung. Gar keine Ahnung, wie. Ah, Scheiße. Ich starte die Spiele und mache nichts, weil ich einfach nicht weiß, wie. Ja, ich weiß, ich wollte nur eine Höhlentür machen. Das ist mir auch noch in Erinnerung geblieben. So, pass mal auf. Ich mache einfach mal. Einfach nur, weil ich es gewohnt bin. Den CUDA-Shader. Sorry. So, und jetzt. Ja, das ist irgendwie bekannter, ne? So. Time set day. So, ist, irgendwie passt das mehr. Ne, auch durchsichtige Wasser und so weiter. Boah, schwierig. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist schwierig. Wie mache ich das? Mach mal einen Holzweg. Und wenn ja, machen wir hier einfach einen Holzweg oder machen wir das? Das ist ja riesig breit. Machen wir nur so einen einfachen Weg. So. Und dann hier wieder sowas hier. Weiß nicht, ob so der kurze Weg hier mir so reicht. Weiß ich nicht. Nee, soll ja schon parkmäßig richtig was hermachen, ne? Aber dann, wie gesagt, dann hast du hier einen Doppelweg. Und Holz ist auch irgendwie so gar nicht geil. Sorry, aber irgendwie nee. Ja gut, das kann ich jetzt nicht einsammeln. Will und werde ich jetzt auch nicht einsammeln. Boah, ist schwer. Hä? Was ist denn los hier? Ich war so voller Tatendrang. Jetzt gucke ich. Oh, da hinten ist ein Baum gewachsen. Gut, dann können wir uns jetzt damit erstmal beschäftigen. Oh, sieht gut aus. Sieht schlecht aus. Ich. Nee, der Baum, den gibt's ja schon. Och Mann. Wenn ich jetzt hier überall so Fackeln aufstelle in der Nacht, wäre das okay? Pass mal auf. Time set night. Oder wird das dämlich aussehen?
Ein bisschen romantisch sieht das schon aus. Gut, pass auf. Ja. Was ist das für eine Musik? Jetzt habe ich ja gerade eben vorhin eine Runde live in The Woods aufgenommen. Einfach nur wegen dem aktuellen Thema Notre Dame. Das hat mich da wirklich so beschäftigt. Das kann ich jetzt hier aber auch nochmal kurz ansprechen, ja? Ist halt ein bisschen old, das habe ich alles schon live in The Woods aufgenommen und halt auch thematisiert. Aber jetzt kann ich es ja halt, wie gesagt, sagen, mich hat es ein bisschen genervt, Alter. Ein bisschen leiser. Diese Scheinheiligkeit jetzt halt, wo so viel gespendet wird, ne? Und da kamen die ganzen Leute an und von wegen, ja, pass mal auf hier. Ne? Die armen Kinder der dritten Welt, die haben nichts zu fressen. Und dann kamen auch dementsprechend Bilder, ne? Halt so Splitscreen-Bilder. Ne? Links der abgebrannte Notre Dame. Und rechts dann halt die hungernden Kinder der dritten Welt. Und dann die ganze Empörung, so viel wird gespendet, warum wird nicht mal was gespendet für die armen Kinder und so weiter? Seit wann interessiert euch das? Seit wann interessieren wir uns denn bitte für die armen Kinder der dritten Welt, die da Hunger leiden? Interessiert uns doch nicht. Oder Flüchtlinge, werden Asylantenheime gebaut. Schon wird da protestiert. Warum kommen die Obdachlosen immer noch zu kurz? Warum wird denen nicht erstmal ein Heim geboten, bevor wir den Flüchtlingen, diese wirtschaftsschmarotzenden Flüchtlingen irgendwie helfen? Ja, ne? Diese Leute sind aber dieselben, die auf der Straße an Obdachlose Nasenrümpfen vorbeigehen, wenn diese dann die Hand aufhalten. Dann will man, mit denen will man aber auch nichts zu tun haben. Aber auf Facebook großartig protestieren, dass sie halt für diese armen Leute dann tatsächlich eine Bleibe aufbauen sollen. Wie scheinheilig ist das? So ekelig. Ich finde das eine richtig ekelige Art und Weise. Diese populistische, ekelig. Ich bin angeekelt. Ich bin wirklich angeekelt von dieser Art Mensch. Oder auch natürlich halt, wie gesagt, ne, die Unterdrückung der Frau, der muslimische Frau, weil sie halt ein Kopftuch tragen. Wen interessiert denn die Unterdrückung? Habe ich auch schon ein oder andere Mal hier erwähnt. Wen interessiert denn die Unterdrückung? Kein Schwein von euch interessiert ist, ob die Frauen unterdrückt werden. Wenn es wirklich so wichtig wäre, warum gibt es so viele Frauenhäuser? Warum gibt es hier eine Frauenquote? Warum gibt es den Weltfrauentag? Weil Frauen halt eben nicht gleichgestellt sind. Die Frauen sind nicht gleichgestellt. Natürlich werden die Frauen unterdrückt. Und nicht nur in den muslimischen Ländern. Das ist ein Irrglaube. Wir unterdrücken halt nur nicht im Namen Gottes. Was ja auch Quatsch ist. Die Frauen, ne? Ob die jetzt halt wirklich aus religiösen Gründen es müssen oder halt, weil die auch halt aus religiösen Gründen es freiwillig machen. Weil sie halt gerne ihre Religion ausleben. Oder noch besser ein Kopftuch und Burka-Diskussion. Wenn du dann ankommst und sagst, pass mal auf, eine Frau trägt ein Ganzkörpergewand. Aus religiösen Gründen. Die Burka. Komplettverschleierung ist scheiße und die Unterdrückung der Frau und das wollen wir hier nicht akzeptieren. Und die Nonnen? Was machen denn die Nonnen? Das ist jetzt auch nicht unbedingt, wie soll ich sagen, wie. Na, so die neueste Jeans oder so ist ja auch halt, ne, eine Tracht aus dem Christentum. Machen die auch freiwillig oder werden die jetzt auch unterdrückt? Aber das darf man ja nicht vergleichen. Man darf die Nonnen nicht vergleichen mit der Burka. Weil die Burka ist ja komplett verschleiert. Ach wirklich? Wäre die Burka nicht verschleiert? Beziehungsweise Ganzkörper-Burka halt, ne? Nur das Gesicht ist offen. Wärt ihr doch genauso am Hetzen und am Hassen. Natürlich, erzählt doch nicht. Tut doch jetzt nicht so allbesserwisserlich. Ich finde das so mega scheinheilig. Weil unsere Religion ja toll ist, ne? Der Islam, der ist ja mit Ehrenmord und mit Kinderehen. Das hat ja auch Kinderehe hatte ich ja vor kurzem. Ist ja ganz schlimmes Thema. Ganz schlimmes Thema. Das hat ja das Christentum nicht. Also schon, aber das erwähnen wir nicht. Weil. Dann müssten wir uns jetzt selber die Frage stellen, ob der Hass auf den Islam gerechtfertigt ist. Ja, die armen Frauen. Ja. Oh Gott, ey. Was ist schon wieder? Ich schieb schon wieder Hass, ne? Obwohl ich das jetzt gerade eben auch das schönes Lied. Die, bi, bi, bi. So, irgendwie muss ich das hier schön machen. Mache ich hier auch einen Zaun hin? Nee. Obwohl das wäre konsequent, ne? Zaun. Obwohl, das wäre nicht konsequent, das wäre inkonsequent. Ich könnte hier vorne einen Zaun hinstellen, aber wenn wir Zaun, Strauch, Weg, Zaun, Bonnie. Das ist ja ein bisschen fast schon too much.
Ich glaube, ich mache auch die Zugänge hier, die müsste ich mal eigentlich wegmachen. Dass mir so frei durchgehen kann. Das ist ein bisschen too much, finde ich. Oder zumindest. Weil ich hier bis von hier nach da geht es ja auch. Warum soll ich von hier nach da nicht? So, dann habe ich hier meine Links. Hier könnte ich natürlich, wenn ich wollte. Wenn ich es denn wollte. Wo kann man denn hier reingehen? Da kann man auch nicht reingehen. Da muss er auch von der Mitte ausgehen, ne? Das ist jetzt auch nicht richtig. Pass mal auf, haben wir eine Schaufel? Dann könnte ich ja eigentlich. Nee, kann ich ja gar nicht, ne? Ah, guck mal. Ich kann das gar nicht. Pass mal auf. Kurz. Nein. Es tut mir leid. Wo ist die Kartoffel? So. Wenn ich jetzt sage, pass auf. Wo ist die Schaufel? So, und wo ist der Zaun? Geht gar nicht, cool. Ja, weiß jetzt Bescheid, ne? So. Auch wieder sehr experimentell. Wenn ich das jetzt so mache, dass ich halt nur die einzelnen Felder habe. Man kann überall durchgehen. Ich glaube, dann habe ich auch mehr Spaß, hier durchzugehen, ne? Kann das? Ja, ich glaube, ich mache das auch wirklich. Naja, zu viel des Guten ist nicht immer gut. Hier könnte man noch zum Beispiel eine Tür machen. So, dann kommst du hier rein. Hindert dich doch keiner. So, und hier auch mal weg. Tada! Hier könnte man allerdings eine Tür machen. Theoretisch, weil hier geht es ja auch rein. Und wer bist du denn? Hier müssen wir auch unbedingt was machen. Wir müssen hier halt die Schnute. Gut, aber das können wir vielleicht nächste Folge machen. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Ich bin auch momentan ein bisschen leer. Die ganzen Themen und so weiter, sie fehlen. Und momentan fehlen auch die Bauprojekte. Ich bin mir unschlüssig. Sehr, sehr unschlüssig. So, machen wir mal hier einen Screenshot. Dann ist das ja auch alles gegessen. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, ich bin hier erstmal raus. Ich habe auch hier jetzt wieder meine Wut rausgelassen, wie eine Live in the Woods Folge. Ah, gut, liebe Leute, lieben Dank für alles. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu ne, denkt. Muss ich da mal kurz unten rein. Einmal ganz kurz nur. Ohne das Bumm macht jetzt, ja. Ohne Creeper-Business. Ohne Creeper-Business. Creeper-Business. Warum sind hier keine Dings mehr? Was? Hier sind gar keine Monster mehr. Warum nicht? Boah, ich hau ab, hier ist mir zu unheimlich. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, mit dieser Heldentat werde ich mich jetzt verabschieden. Ich bin hier erstmal raus. Lieben Dank für alles. Und hoffentlich bis zur morgigen Folge. Ich würde mich freuen. Macht es gut. Tschüssi.